Ja, was war? Ja, ich weiß. Lauterbach, Drosten und Spahn, ja, und Angela Merkel sind alle noch auf freiem Fuß. Oho. Ja, leider. Ja. Der kleine Lauterbach. Der kleine Lauterbach gefällt Ihnen nicht so. Nee, überhaupt nicht. Ja, der hat alle Menschen verarscht in Deutschland. Ja, genau. Wie? Kubicki fordert Lauterbachs Rücktritt. Der Impfpflicht Kubicki, ja? Na gut, man braucht natürlich immer jemanden, der auch die Blöden anspricht, ne? Es kam jetzt raus, dass der Lauterbach diese ganzen Covid-Maßnahmen alle angeordnet hat, obwohl sie gar nicht nötig waren. Ja, das kommt mittelmäßig überraschend, würde ich sagen, oder? Ja, warum wollen die uns eigentlich so eng am Nasenring durch die Manege führen, diese Politiker? Ja? Warum? Ja, die haben eben ihren Niccolo Machiavelli gelesen. Man kann sich als Regierender immer unentbehrlich machen, wenn man eine große Krise erzeugt, die nie aufhört. Ja? Und das haben die alle gelesen. Der kleine Lauterbach. Und wenn man als Mensch dann nicht so attraktiv ist, ja, also wie der Heiner oder die Angela oder der Drosten mit seinen fettigen Haaren, ja, dann will man wenigstens Macht. Sonst hat man ja gar keinen Schlag an der Hotelbar. Ich denke, der hat damals so mit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Glaube ich aber schon. Ja? Bin ich fest von überzeugt. Die haben da Protokolle, da waren die Sitzungen, da hat das RKI gesagt, impft keine Kinder, die Masken sind wirkungslos, mit der Impferei müssen wir vorsichtig sein. Und da hat der Lauterbach sehenden Auges gesagt, es ist mir egal, wir machen es trotzdem alles. Nee, da habe ich eine andere Auffassung von. Ja, das aber steht so in den Protokollen. Nee, da muss ich mich auch noch mal reinlesen. Ja, müssen Sie mal rein. Lesen Sie sich mal rein, weil das ist, wir sind da richtig hardcore verarscht worden. Das gucke ich mir noch mal an. Genau. Gut. Ja, also mein Papa ist Arzt, deswegen habe ich da super viel mitbekommen damals. Und weiß halt auch, was hilft, was nicht geholfen hat und so weiter und so fort. Deswegen ist halt schwierig, was für wen, was hilft, was manche Leute sagen. Ist ja, aber Ärzte sind keine guten Zeugen, die haben zu viel Geld verdient damit. Also meinem Vater ist wichtig, dass die Menschen gut gehen. Hat er viel geimpft? Ja, ich bin auch dreimal geimpft. Ja, ich habe mich nicht impfen lassen, deswegen bin ich... Ah. Okay, trotzdem, ich habe jetzt Mitleid vor die Leute, die sich impfen lassen oder die verarscht wurden. Ja. Hat viel Geld gebracht an die Pharmaindustrie. Ich hoffe, Sie hatten die richtigen Aktien in der Zeit. Da gratuliere ich Ihnen aber, dass Sie standhaft geblieben sind. Das war nicht einfach. Ja, ich weiß. Ja. Olympia, total deppert. Klar, ne? Diese ganze Boxgeschichte ist natürlich ein ziemlicher Hammer. Mit diesen Frauen und Männern, die da überall rumboxen gegeneinander und so. Ja. Ja, das ist auch ein Thema für sich. Ja. Das müsste man noch mal diskutieren. Finde ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ja. Instinktiv würde ich sagen, der Typ, der da die Frauen verdroschen hat, ist halt keine Frau, sondern ein Mann. Ja, das ist auch nicht gut. Also sie sollten sich lieber bei Männerboxen anmelden. Ja, nee, da haben sie ja keine Chance. Ach so. Da müssen jetzt laufend die DNA-Verhältnisse und der Testosteronspiegel getestet werden, ja? Und gar nicht zurückgegriffen werden auf die Methode, mit der die Hebamme früher erkannt hat, ob es ein Junge war, ne? Und dabei hüpft das Ding, an dem sie es erkannt hat, fröhlich auch im Wettkampf in der Hose rum, ne? Und muss durch einen großen Unterleibschutz auch noch geschützt werden. Wo ist das Problem? Ja. Haben die früher in der DDR auch gemacht, haben die so rein? Das geht heute nicht mehr. Guck, Mädchen. Ja, das geht heute nicht mehr. Wenn du einen Penis hast und sagst, du bist eine Frau, dann ist es, die Guckerei hat dann gar keinen Sinn. Nee, du kannst aber auch ein Muffin sein. Das ist völlig egal. Ist völlig egal. Wenn du sagst, du bist eine Frau, dann bist du ein Muffin und dann müssen sie gar nicht gucken, ob du einen Pimmel hast. Ja, richtig. Ja. Kannst du Bart haben, ist völlig egal. Ist egal. Hauptsache, jeder fühlt sich in seinem eigenen Körper wohl. Und das ist das, was zählt, finde ich. Ja. Aber so ist das auch bei Olympia. Wer die Familien zerstören will, muss die Geschlechter zerstören. Und das geht jetzt erst los. Transmänner sind ja Frauen. Finde ich nicht. Das sind ja andere Hormone im Spiel. Das ist ja ein anderer Körperbau am Anfang gewesen. Ja. Also ich finde das nicht so einfach. Ja. Aber also, mein Gott, also mir ist es völlig wurscht. Kann jeder glücklich werden. Nur beim Sport, finde ich, es geht ja, ist ja ein Wettbewerb. Ist ja keine. Wenn meine Tochter von so einem Typ verhauen wird, dann bin ich sehr unglücklich. Die können doch eine eigene Olympiade machen, diese ganzen speziellen, diversen. Es sind ja nur die als Männer keine Chance haben und dann Frauen werden, damit sie gewinnen. Das sind nicht so viele. Ja, aber das ist ja traurig. Ja. Was sagt man den jungen Mädchen, die mit der Sportart anfangen? Was sagt man denen, was wahrscheinlich passieren wird? Dabei sein ist alles. Auf den hinteren Plätzen. In England, Bürgerkrieg. Ja? Und es übernimmt der islamische Mob. Denn die Polizei hilft ihnen ja. Gegen die, ich sag mal, größte Problemgruppe, die, ich sag mal, Urengländer,
die sich einfach nicht unterwerfen wollen, ja? Blöd. Ja, diese Rechtsradikale, die wollen Migranten austreiben. Die wollen die greifen alle Frauen, alle Kinder, alle Muslime leider. Und das finde ich gar nicht toll. Ja, das sind diese Engländer. Also nicht alle Engländer, aber diese Rechtsradikale. Nee, habe ich leider nichts mitbekommen. Das wundert mich nicht. Ja, weil irgendwie kam davon nichts. Nee, es kommt nichts. Da gibt's ja auch, sieht man ja auch dann die muslimischen Mobs manchmal da durch die Gegend und sagen, wir räumen da auf. Das habe ich ein bisschen gesehen, ja. Und die Terrorgefahr ist ja auch in England sehr groß. Da sagen halt die Engländer, okay, das ist uns jetzt zu viel, wir haben die Schnauze voll. Das sagen die jetzt, Da habe ich nicht viel mitgekriegt, nur ganz am Rande. Ja, das muss ich nicht wundern, es wird kaum berichtet. Der Polizeichef da in England, ja, der geht noch weiter. Begrüßt die Journalisten ordentlich vor so einem Islamisten mit Salam alaikum. Ja? Und dann hilft ihm natürlich gern die Scharia-Polizei auf der Straße. Habt ihr das mitbekommen? Nicht so sehr, nee. Nee? Prinzessin Kate trägt jetzt in bestimmten Stadtteilen von London Niqab. Peng, geht doch. Die haben ein Recht, dass die auf die Straße gehen. Ehrlich? Ja, ja. Finde ich ist recht. Ja. Wie kann ein Mann drei Mädel töten und keine Strafe dafür kriegen, wie in Deutschland? Die machen mit den Mädel, was sie wollen, und dann gehen spazieren und drehen die Träumchen nur. Ja, aber wenn es dem Frieden dient. Ja, und wir haben ja jetzt auch schon so eine Art Scharia-Polizei, die Talahorn, ja, die den jungen blonden Biotypen da zeigen, wo der Hammer hängt. Und ihnen auch vermitteln, dass sie gefälligst vorher ihre Mutter. Nein? Das ist in Holland auch so. Ja. Popkonzerte, ja, Taylor Swift und so, geht einfach nicht mehr. Ne? Das ist vorbei. Und meine Töchter tragen jetzt alle ab 18 Uhr aus Vorsicht Niqab. Bing! Schön, ja? Hab mir jetzt viel den Totalabverkauf. Da muss ich mal schauen, ob ich was finde, ja? Ein Typ, der mit 110 Stichen getötet hat, kommt im Kino dann der Polizei abhanden. Ja? Da bin ich aber froh noch, dass wenigstens die deutschen Insassen, also so Typen wie Prinz Reuß und so, dass man die nicht so frei lässt laufend. Wenigstens das. Das Thema der Woche, ich war nur am Arbeit, ich habe nichts mitbekommen. Ehrlich? Ja, nichts. Tatsächlich. You're the only good-looking man in the whole of Frankfurt. Ja. Ja. Im Außenministerium regelt den ungehinderten Zuzug von Afghanen eine afghanischstämmige Flüchtlingsanwältin. Ja? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ihr müsst euch ein bisschen Mühe geben, weil die Mädels hier geben super Antworten. Da müssen wir Männer auch mal ein bisschen Gas geben. Ja, die Männer haben keine Zeit dafür. Ja. Die Amerikaner wählen fleißig ihre Totengräberin Kamala Harris, obwohl die so dumm ist wie eine Aubergine. Ganz ohne Trampolinierei vorher. Ja? Respekt! Ja? Na egal. Hauptsache weiblich, gibt es das bei Auberginen? Und von der dunklen Sorte. Also bei Ihnen ist auch Kamala Harris ganz weit vorne. Ja. Wie bei allen hier übrigens. Cool. Ja, ich hoffe doch. Donald Trump war ja im Knast, sowas geht gar nicht. Und auch die Verhaltensweise vom Präsidenten finde ich nicht gut. Also ich bin da auch pro Kamala oder wie die heißt. Hauptsache nicht Trump. Ja, genau. Ja, bin ich dafür. Ja? Ja. Obwohl die so dumm ist? Ja, Trump ist der Klüger? Ja, auf jeden Fall. Nee, für mich nicht. Nee. Ihre Sache. Das ist ihre Sache, ja? Nicht meine. Genau, ich meine, sie ist zwar nur Präsidentschaftskandidatin, aber wenn sie dumm ist, ist dann ihre Privatsache. Ja, ja, das ist ihre Sache. Das ist wie bei uns so ein bisschen. Ihr neuer Vize da, dieser Herr Walz, ist aber so ein ganz konservativ wirkender alter, netter Onkel. Ja, das ist der alte Onkel, der in Minnesota dafür gesorgt hat, dass junge, gesunde Kinder umgebracht werden können, wenn die junge Schwangere im 9. Monat einen Panikanfall bekommt. Dann kommt der Onkel Doktor mit der Zange und dem Säbelchen und sorgt für Ruhe, nicht? Aber Sie freuen sich, wenn Kamala dran kommt? Ja. Ja. Warum? Weil Donald Trump ein Rassist ist, ein Homophiler. Doch, tatsächlich. Nein. Er hat super viele Aussagen getroffen. Das kann man nicht verhindern. Echt? Ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Warum gibt es da so viele Blacks voting for Trump?
Das kann ich nicht, weil ich bin selbst sehr oft in Amerika. Ich höre mir selbst die ganzen Meinungen an. Und true. Die meisten Menschen sind einfach gebrainwashed von Firefox oder keine Ahnung, von den ganzen komischen TV-Sendern. Also ich sage, die Leute sind brainwashed für Biden und Kamala und, Trump, und ja. Sie sagen, die Leute sind brainwashed für Trump. Ja, ich bin trotzdem immer pro Frau. Wenn es eine Frau wird, ist natürlich klasse für Amerika. Also Sie finden den Trump gar nicht so schlecht, aber wenn es dann eine Frau ist, dann müssen Sie die nehmen. Ja, genau. Ja, man hört ja nur Skandale über ihn. Ja. Und man hört ja nie was Gutes, was er getan hat. Und das wenn ist das Gutes Problem. Und das ist das Problem, was ich finde. Ja, ich bin eher pro Trump, muss ich sagen, ja. Gerade was die Wirtschaft angeht. Nächste Woche dann mehr zum Krieg zwischen Israel und Iran, ja. Und zum Krieg zwischen uns und Russland, wo wir da ja jetzt mit deutschen Panzern einrücken und so weiter. Dann also mehr, wenn es noch geht. Spontan kam gestern Abend im Fernsehen, ja, dass in Russland Audis und VWs verkauft werden und BMW nagelneue. Ja? Ja. Und was ist da jetzt das Besondere dran? Ja, weil wir doch Sanktionen haben. Ja, Hunde gehen immer. Ja? Ich muss aber los, mir noch ein billiges Küchenmesser besorgen. Ich hoffe ja, dass ich das auch eintauschen kann gegen so einen teuren Netflix-Account. Ja? Ja, irgendwas muss mir die Islamisierung ja auch bringen, oder? Ich habe, was habe ich abgegeben? Ein Messer und ein Hackebeil. Ich habe jetzt Prime, Netflix und RTL Plus. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber Ihre Stimme klingt sehr ähnlich der von unserem Moderator, da diesem Gernot Danowski. Ja, das liegt daran, dass ich die Stimme von dem einfach jetzt versuche zu imitieren. Ne? Also das ist meine Originalstimme sozusagen. Ne? Nein, ich brauche noch einen gut aussehenden. Ja, ich bin nicht gut aussehen. Doch, deshalb habe ich Sie ja genommen. Sie sehen so ähnlich aus wie ich, das ist doch top. So ist das. Ne? Und als Nächster ist dieser Achim Winter dran. Ne? Gernot Danowski.